QAnon, Reptiloide, Adrenochrom, New World Order, Genderverschwörung, Chemtrails. Habt ihr davon schon mal gehört? Hierbei handelt es sich um Verschwörungserzählungen. Was ist eine Verschwörung? Eine Verschwörung meint eine geheime Absprache einer Gruppe an Menschen, die auf verschiedene Art und Weise versucht, Macht zu gewinnen und Macht zu erhalten. Warum sprechen wir von Verschwörungserzählung und nicht von Verschwörungstheorie? Umgangssprachlich wird zumeist von Verschwörungstheorien gesprochen. Es gibt aber auch die Begriffe Verschwörungserzählung, Verschwörungsnarrativ, Verschwörungsideologie oder Verschwörungsmythos. Wir sprechen von Verschwörungserzählungen und nicht von Theorien. Theorien sollten überprüft und widerlegbar sein. Verschwörungstheorien sind Halbwahrheiten oder Unwahrheiten, welche sich nur schwer überprüfen, widerlegen und beweisen lassen. Wir sprechen von Verschwörungserzählung. Es wird eine Geschichte erzählt, um komplizierte und widersprüchliche Dinge in der Welt einfach darzustellen und Schuldige für alle möglichen Probleme auf der Welt zu finden. Warum lassen sich Verschwörungserzählungen so schwer widerlegen? In der Welt und in unserer Gesellschaft gibt es viele Konflikte und Probleme. Zum Beispiel Armut, soziale Ungerechtigkeit, Rassismus und so weiter. Das muss auch unbedingt kritisiert werden. Kritik zu üben ist eine Grundbedingung für eine demokratische Gesellschaft. In Verschwörungserzählungen finden sich vereinfachte Erklärungen, Missverständnisse, Fake News und auch Lügen. Zwar gibt es Fakten, die Verschwörungserzählungen widerlegen. Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, sehen das aber oft nicht so. Denn eine Verschwörung, die eigentlich gar nicht existiert, kann auch nur schwer widerlegt werden. Verschwörungserzählungen suchen nicht nach Antworten auf offene Fragen. Es geht darum, Informationen zu verbreiten, welche die eigene Sicht auf die Welt bestätigen. Ob diese Informationen überprüfbar sind, spielt dabei keine Rolle. Es kommt manchmal auch zu ganz bewussten Lügen. Warum sind Verschwörungserzählungen gefährlich für demokratische Gesellschaften und bestimmte gesellschaftliche Gruppen? Verschwörungserzählungen sind deshalb gefährlich, weil sie bestimmten gesellschaftlichen Gruppen die Schuld an verschiedenen Problemen und Missständen in unserer Welt geben. Sie unterteilen die Menschen in ein einfaches Gut- und Böse-Schema. Diejenigen, die die angebliche Verschwörung durchschaut haben, gehören zu den Guten. Diejenigen, die für die Verschwörung verantwortlich gemacht werden, zu den Bösen. Oftmals wird dann dazu aufgerufen, diese mit Gewalt zu bekämpfen. Ein solches Beispiel ist etwa der Holocaust, beziehungsweise Antisemitismus im Allgemeinen. Aufgrund der Unterstellung, Juden und Jüdinnen würden heimlich die Welt regieren, kommt es seit Jahrhunderten zu Gewaltexzessen gegen diese. Trauriger Höhepunkt war der Holocaust während des deutschen Nationalsozialismus. In dieser Zeit wurden ca. 6 Millionen Juden und Jüdinnen systematisch getötet. Warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen? Da die Welt, in der wir leben, oft sehr kompliziert ist, fühlen sich die Menschen darin häufig machtlos. Durch den Glauben an Verschwörungserzählungen bekommen Menschen das Gefühl, etwas zu wissen, was andere nicht wissen. Dadurch fühlen sie sich mächtiger. Außerdem bekommen sie so einfache Antworten auf Fragen, zu denen es eigentlich keine so einfachen Antworten gibt. Verschwörungserzählungen machen es möglich, bestimmten Menschen und gesellschaftlichen Gruppen die Schuld für die Konflikte unserer Gesellschaft und Probleme in der Welt in die Schuhe zu schieben. Manchmal hören sich Verschwörungserzählungen vielleicht auch aufregend an und geben Menschen das Gefühl, in einem spannenden Science-Fiction-Film zu leben.